Herr Kardinal, liebe Mitbrüder, es ist für mich ein besonderes Geschenk der göttlichen Vorsehung, dass bevor ich das päpstliche Amt zurücklege, meinen Klerus treffen kann, den Klerus von Rom. Es ist immer eine große Freude zu sehen, wie die Kirche in Rom lebendig ist, dass es hier Priester gibt, die wirklich im Geist des obersten Hirten das Volk Gottes führen. Es ist ein Klerus wirklich katholisch, der wirklich katholisch ist, universal ist, so wie das für Rom angemessen ist und wie sie die Katholizität aller Menschen und aller Völker und Kulturen in sich tragen. Und gleichzeitig bin ich dem Kardinal Vicarius sehr dankbar, dass wir die Berufungen hier in Rom immer mehr finden. Rom muss eine Stadt sein mit einem ganz eigenen, robusten Glauben, woraus auch Berufungen entstehen. Und ich bin überzeugt, dass mit der Hilfe des Herrn wir die Berufungen finden können, die er selbst uns gibt, und dass wir sie führen und leiten können zu reifen, um so im Weinberg des Herrn mitzuarbeiten. Heute habt ihr am Grab des heiligen Petrus das Credo-Gebete, das Glaubensbekenntnis. Und das scheint mir doch ein ganz wichtiger Glaubensakt zu sein, dass der Klerus von Rom sich am Grab des Apostels vereint, zu dem der Herr gesagt hat, dir vertraue ich meine Kirche an, auf dich werde ich meine Kirche bauen. Vor dem Herrn zusammen mit Petrus habt ihr bekannt, du bist Christus, der lebendige Gott. So wächst die Kirche, indem wir zusammen mit Petrus den Glauben bekennen. Und tun wir das immer. Ich bin sehr dankbar für euer Gebet, dass ich wirklich quasi körperlich, das habe ich gestern gesagt, gespürt habe. Auch wenn ich mich jetzt zurückziehe, ich bin im Gebet euch allen immer nahe und ich bin sicher, dass auch ihr mir nahe sein werdet, auch wenn ich für die Welt verborgen sein werde. Für heute, meinem Alter und meinen Möglichkeiten entsprechend, konnte ich keine große Ansprache vorbereiten, so wie man das erwarten könnte, sondern ich denke eher an ein kleines Gespräch sozusagen über das Zweite Vatikanische Konzil, so wie ich das erlebt habe. Ich beginne mit einer Anekdote. Ich wurde im Jahr 59 zum Professor in Bonn ernannt, wo Studenten und Seminaristen aus Köln und anderen umliegenden Diözesen studiert haben. So bin ich mit dem Kardinal Frings aus Köln in Kontakt gekommen und mit Kardinal Siri aus Genf, aus Genua, Verzeihung. Und wir haben da einige Vorträge über das Zweite Vatikanische Konzil organisiert. Und ich lud auch den Kardinal Frings ein zum Thema das Konzil, die Welt des modernen Denkens. Und der Kardinal hat mich, den jüngsten der Professoren, eingeladen, ihm doch einen Textvorschlag für den Vortrag zu machen. Das hat ihm gefallen und er hat vorgeschlagen, genau diesen Text auch, er hat auch diesen Text verwendet. Also Papst Johannes hat ihn eingeladen zu kommen und er hatte schon Angst, er hätte was Falsches gesagt, um ihm vielleicht die Kardinalswürde abzunehmen, weil er schon Angst hatte, dass er was Falsches gesagt hätte. Und der Papst sagt zu Kardinal Frings, also großartig, schön, Sie haben genau das geschrieben, was ich als Papst eigentlich sagen wollte, ich habe nur nicht die Worte dafür gefunden. So hatte also der Kardinal die Sicherheit, dass er auf dem richtigen Weg war und er hat mich eingeladen, mit ihm zu kommen, als seinen persönlichen Experten. Und im November 62 wurde ich dann
offizieller Peritus des Konzils ernannt. Wir sind also zum Konzil gefahren, wirklich mit großer Begeisterung. Es war eine riesige Erwartung. Wir erwarteten, dass sich alles erneuern müsste, dass ein neues Pfingsten kommt, eine neue Ära der Kirche. Denn die Kirche war noch sehr stark in jener Zeit. Der Gottesdienstbesuch am Sonntag war gut. Die Berufung zum Priestertum, zum Ordensleben gingen zwar etwas zurück, aber sie waren noch ausreichend. Auf jeden Fall spürte man, dass die Kirche nicht mehr so nach vorne ging, sondern kleiner wurde. Die Kirche fühlte sich nicht mehr so an wie die Trägerin der Zukunft. Und wir hatten die große Hoffnung, dass in diesem Zusammenhang die Kirche sich ganz neu aufstellen könnte, eine Kraft für das Morgen, für die Zukunft werden könnte. Und wir wussten, dass die Beziehungen zwischen der Kirche und der Neuzeit durchaus kontrastreich war. Durch Irrtümer zum Beispiel wie Galileo, Galilei und so weiter. Das heißt, diesen falschen Anfang oder diesen etwas falschen Anfang musste man jetzt ein bisschen korrigieren und die Kirche musste sich also dem Fortschritt öffnen. So waren wir also voller Hoffnungen und voller Begeisterung und wir waren auch voll des guten Willens, das Unsere dazu beizutragen. Ich erinnere mich, dass als Negativbeispiel dass die Synode in Rom, also als Negativbeispiel wurde die Synode in Rom gesehen, wo vorbereitete Texte vorgelesen wurden und durch Applaus sozusagen bestätigt wurden, dann haben die Bischöfe gesagt, wir wollen nicht einfach nur das approbieren, was bereits vorbereitet wurde, sondern wir selbst wollen Subjekt und Träger des Konzils sein. So auch Kardinal Frings, der berühmt war für seine absolute Treue, fast skrupulös, in seiner Treue zum Heiligen Vater. Aber er sagte, hier sind wir vom Heiligen Vater versammelt als ökumenisches Konzil. Wir selbst sind Subjekt. Wir machen dieses Konzil und wir wollen teilnehmen daran, aktiv. Gleich am ersten Tag hat sich dieser neue Zugang gezeigt. An diesem ersten Tag waren vorgesehen die Wahlen der einzelnen Kommissionen und die Listen waren bereits vorbereitet und es ging darum, für diese Listen zu stimmen. Aber die Synodenväter haben gesagt, nein, wir wollen nicht über Listen abstimmen, sondern wir sind das Subjekt dieses Konzils. Das heißt, die Wahlen wurden verschoben, denn die Synodenväter wollten sich ein bisschen kennenlernen und sie selbst wollten Listen vorbereiten. So wurde es dann durchgeführt und Kardinal Lenard von Lille und Kardinal Frings aus Köln haben öffentlich gesagt, nein, wir wollen unsere Listen machen und unsere Kandidaten wählen.